Der Kölner Dom, nicht nur Wahrzeichen der Rheinmetropole, sondern auch Anziehungspunkt für die katholischen Christen der gesamten Region und auch für Touristen aus der ganzen Welt, die die Domstadt besuchen. Tausende schauen sich jeden Tag den Dom hier in Köln an. Leider gehört der Kölner Dom auch zu den potenziellen Terrorzielen in Deutschland. Es gibt ja immer mehr Anschläge durch Islamisten. Der letzte Anschlag war der in Barcelona. Wie ist die Terrorlage hier in Nordrhein-Westfalen, konkret hier in Köln? Darüber kann ich nun sprechen mit dem Menschen, der zuständig ist für die Sicherheit in Nordrhein-Westfalen, Innenminister Herbert Reul. Guten Tag bei Phoenix. Schönen guten Tag. Ja, wir stehen hier auf der Domplatte, ich habe es gesagt, möglicherweise ein Ziel, ein Ort, der im Fokus der islamistischen Terroristen ist. Wie gefährdet ist tatsächlich dieser Ort? Dieser Ort ist wie viele Orte in Deutschland, wie sehr viele Orte in Europa gefährdet. Wir haben eine Lage, die wir uns vor ein paar Jahren nicht haben vorstellen können. In Europa und insbesondere auch in Deutschland müssen wir davon ausgehen, dass wir ein besonders ausgesuchtes Terroranschlagziel sind. Jetzt hat es diesen fürchterlichen Anschlag in Nizza gegeben, den Anschlag auf den Breitscheidplatz, kürzlich in Barcelona, alles mit LKWs bzw. PKWs. Die Behörden versuchen hier nun dagegen vorzugehen. Dort hinten, das sind Steine, die dort aufgestellt worden, das sind Steine vom Dom. Normalerweise, und das wird gleich sicher passieren, steht in der Mitte noch ein Wagen der Polizei, um das Ganze zu schließen. Warum werden hier nicht Polizisten aufgestellt mit Maschinenpistolen, um nach außen hin ganz klar auch zu demonstrieren, wir sind vorbereitet? Ja, wenn wir überall da, wo mögliche Gefahrenpotenziale Polizisten hinstellen würden, so viele Polizisten hätten wir nicht, das erstens. Und zweitens würden wir dann die Polizisten nicht mit der Arbeit befassen, die eigentlich auch geleistet werden müsste. Polizei ist ja mehr als Wachpersonal. Und deswegen braucht man dafür andere Wege. Das heißt, man kann diesen Gefahren nicht mit einem Mittel entgegentreten, sondern man braucht differenzierte. Wir haben ja auch Videoüberwachung an solchen Stellen. Immer mehr und immer häufiger. Und ich bin sicher, dass wir da uns auch noch mehr einfallen lassen müssen. Wir haben solche Pöller, die ein Stück Sicherung bieten. Wir setzen darauf, dass auch Menschen viel aufmerksamer heute sind als früher und Hinweise geben. Und es gibt auch eine stärkere Polizeipräsenz auf der Straße. Wir haben in Nordrhein-Westfalen die Anzahl der Polizisten ja jetzt erhöht. Und das werden wir sukzessive weitermachen. Aber zu glauben, wir könnten alle Orte mit Polizisten perfekt absichern, ich glaube, das ist Unsinn. Ein weiterer Punkt neben der Anzahl der Polizisten ist auch die Ausrüstung. Jetzt haben Sie es angesprochen, Sie haben ja im Wahlkampf gesagt, da würde sich einiges tun. Haben Sie denn schon was auf den Weg gebracht? Na ja gut, wir haben jetzt für den Nachtragshaushalt 10 Millionen Euro mehr in den Etat gesetzt. Wir haben jetzt dafür gesorgt, dass Schutzwesten auf die Polizeiwagen kommen, dass zwei Maschinenpistolen mit an Bord sind. Wir sind jetzt dabei, auch die Frage von neuen Helmen zu prüfen. Übrigens gar nicht so einfach. Helme, die dann auch schusssicher sind. Entweder sind sie zu schwer oder sie sind leichter, dann sind sie nicht sicher genug. Also das ist nicht leicht zu machen, aber da sind wir dran. Und das wird nicht alles sein. Was kommt da noch dazu? Ich glaube, das Allerwichtigste ist nicht nur die Ausrüstung, da sind wir jetzt auf einem, glaube ich, guten Wege, das geht Stück für Stück voran, sondern das Wichtigste für diese Fälle ist, dass Polizisten gut genug informiert sind, dass wir Informationen haben. Also die zentrale Frage für Terrorbekämpfung ist nicht Polizisten und Ausstattung, sondern ist Informationen, Datenaustausch innerhalb Europas, zwischen den Bundesländern, aber auch zwischen den Staaten in Europa. Und da gibt es viele Defizite. Da können wir gleich noch weiter drüber reden. Vielen Dank bis hierher. Jetzt wollen wir uns erstmal anschauen, was einem jungen Mann, Mosud Akil, passiert ist. Das ist ein junger Kurde, der in Syrien vom IS gefangen genommen wurde, dann in einem Gefangenenaustausch freikam, kommt nach Deutschland und sieht hier Menschen vom IS, die ihn gefoltert haben. Eine beklemmende Geschichte. Der Terror und seine Kämpfer. Sie holen ihn immer wieder ein. Dabei wähnte er sich in Sicherheit in Deutschland, weit weg vom IS und seinen Schergen. Der syrisch-kurdische Journalist Mosud Akil. Im Dezember 2014 wird er in Syrien in der Nähe von Raqqa auf einer Landstraße verschleppt von maskierten IS-Terroristen. Ich war ganz still. Ich konnte nur daran denken, was sie wohl mit mir machen werden. Und während ich in diesen dreckigen, furchtbaren Zellen lag, dachte ich, hier komme ich nie wieder lebend raus. Im IS-Gefängnis wird er gefoltert, lebt in ständiger Angst vor der eigenen Hinrichtung. Wir wurden geprügelt, weil wir Ungläubige waren. Geprügelt, weil wir Kurden waren. Was er erlebt, schreibt er später in einem Buch auf. Im Gefängnis erfährt er den IS aus nächster Nähe.
Für sie war es okay, zu töten. Es war okay, Menschen in Schrecken zu versetzen. Es hat ihnen gefallen, sich selbst als Terroristen zu sehen. Denn das war ihre Strategie. Solange sie Angst und Schrecken verbreiten konnten, solange konnten sie die Menschen kontrollieren. Nach 280 Tagen in Gefangenschaft kommt Massoud Akil frei. Ein Gefangenenaustausch rettet ihn. Kurz darauf, im Winter 2015, flieht er nach Deutschland. Hier der Schock. Wohin ich auch gehe, der IS ist schon da. Hier angekommen, entdeckt der IS-Kämpfer aus seiner Zeit im Gefängnis wieder. So wie er sind sie im Strom der Flüchtlinge eingereist, leben in Europa. Seine Beobachtungen teilen Behörden und Experten. Es gibt keine konkreten Zahlen, aber es gibt Verdachtsfälle. Und wir müssen davon ausgehen, dass hunderte Mitglieder von militanten Organisationen nach Europa gekommen sind. Dazu zählt nicht nur der IS, dazu zählt auch die Nusra-Front. Massoud Akil recherchiert, findet unzählige IS-Kämpfer über Facebook in Deutschland wieder. Was er über diese Leute weiß, gibt er an die deutsche Polizei weiter. Doch die Strafverfolgung ist oft schwierig, steht Aussage gegen Aussage. Ich sah diese Leute und mir wurde klar, sie sind mitten unter uns. Wir sollten sie kennen, auf sie aufmerksam werden, um in der Lage zu sein, sie zu stoppen. Massoud Akil will weitere Zeugen finden. Und mit seinem Buch will er die deutsche Gesellschaft aufrütteln, will zeigen, dass der IS überall ist. Ja, hunderte von IS-Kämpfern in Deutschland. Herr Minister, wie können Sie, die zuständigen Sicherheitsbehörden, mit dieser Situation umgehen? Ist das nicht ein Plädoyer dafür, dass die Kontrollen enorm verschärft werden müssen? Die Kontrollen sind ja verschärft. Wir haben ja im Grunde jetzt alles getan, um zumindest alle diejenigen, die nach Europa, nach Deutschland einreisen, auch von der Identität klar zu haben. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist, der, glaube ich, ist aber viel wichtiger, dass wir genügend Informationen haben über das, was passiert und was geplant wird. Wenn man weiß, was Terroristen planen, wenn man Informationsstücke zusammenbauen kann, dann kann man natürlich auch gezielt sich um die Leute kümmern, die hier sind. Dann kann man sie möglicherweise auch aus dem Verkehr ziehen. Das ist ja eigentlich die Hausaufgabe, die gemacht werden muss. Ich vermute, Sie sprechen, wenn Sie über Kooperation sprechen, auch über europäische Kooperation. Mit Verlaub, Herr Minister, Sie waren ja lange Zeit Europapolitiker. Das hören wir seit 15, fast schon seit 20 Jahren. Wir haben jetzt wieder gelernt beim Anschlag in Barcelona, da gab es den Versuch, Informationen auszutauschen zwischen den Belgiern und den Spaniern und die Informationen wurden nicht aufgenommen. Warum ändert sich daran nicht? Das ist eine verdammt schwierige Aufgabe und ich bin da auch erschüttert und verärgert und habe auch viel Zeit meines Lebens in Brüssel darauf verwandt, da nachdenklich geworden. Es gibt zwei Probleme. Das eine ist, die Mitgliedstaaten sind zu egoistisch, trauen den anderen nicht. Das ist ein Riesenproblem, dass manche sagen, ich halte die Daten für mich, wer weiß, was andere damit machen. Für mich unbegreifbar, wenn ich mich für Europa zusammenschließe, muss dieses Vertrauen mitgegeben sein. Und das Zweite, wir haben eine Riesendebatte in Europa, die ist noch schlimmer als in Deutschland, über die Frage, wie gehen wir mit Daten um? Wir haben wirklich im Europäischen Parlament eine Truppe von Grünen bis Links bis Sozialisten, die bei jedem Vorschlag, wenn man um diese Frage geht, wie gehen wir mit Daten um, immer nur Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz rufen. Und ich bin hoch interessiert daran, dass auch meine privaten Daten sehr geschützt werden und dass wir den Bürgern auch sagen, wir gehen da sorgfältig mit um. Aber das heißt doch nicht, dass man denjenigen, die da Sicherheitspolitik machen, den Sicherheitsbehörden, Verfassungsschutz und Polizei nicht auch die notwendigen Daten gibt. Und da sind wir wirklich, kommen wir ganz schwer voran. Und wenn man ehrlich ist, gibt es ein drittes Problem. Weil die Lage sich so entwickelt hat und jeder sein eigenes System entwickelt hat, haben wir auch ein Problem, dass Hardware und Software bei der IT-Kommunikation hinten und vorne nicht zusammenpasst. Aber jetzt neben dem Schlechten, wir sind auf dem Wege und es ändert sich in den letzten, ich würde sagen, ein, zwei Jahren hat sich wahnsinnig viel weiterentwickelt. Aber das ist doch alles in allem ein Plädoyer für verschärfte Grenzkontrollen, für mehr Kontrollen an den Grenzen. Bei den G20, im Vorfeld des G20-Gipfels und während der Gipfel lief, wurden ja Kontrollen an der deutsch-belgischen, deutsch-niederländischen Grenze durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass ja viele Straftäter aufgeflogen sind. Nein, das reicht dafür überhaupt nicht. Was ich meine, sind Datenaustausch, wenn geplant wird, wenn überlegt wird, wenn Anschläge konzipiert werden, da frühzeitig zu wissen, was passiert irgendwo auf der Welt und wie läuft das zusammen, um dann diejenigen, die man hier im Blick hat,
wir haben ja Gefährder, wir haben ja Salafisten im Blick. Ich meine nicht alle, aber wir haben schon einige im Blick. Und je mehr man an Informationen hat, je mehr man zusammenbauen kann, je besser ist man in der Lage vorauszusagen und dann auch zuzugreifen. Und ich glaube, an der Stelle werden wir noch einiges leisten müssen. Ja, es ist dringend nötig, dass sich da die Kooperation europäisch verbessert. Vielen Dank, Herr Minister. Danke, dass Sie bei uns waren. Ja, das war es hier aus Köln. Damit gebe ich zurück nach Bonn ins Phoenix-Studio.